Und das ist ein besonderer Morgen hier für mich, weil Maite Kelly heute Morgen bei uns ist, eine ganze Stunde lang. Schönen guten Morgen, Maite. Ich grüße dich. Maite und ich stehen heute Glaskasten an Glaskasten. Das heißt, wir sind in nebeneinander liegenden gläsernen Studios. Wir wollen einfach, dass Maite gesund bleibt. Geht's dir gut da drüben in deinem Glaskasten? Ja, mir geht's auch gut, aber du musst die Taste nicht drücken, sondern einfach ins Mikrofon sprechen. Wir finden uns schon noch zusammen. Wie gesagt, Glaskasten an Glaskasten, das sind die modernen Zeiten. Freuen uns sehr, dass Maite bei uns ist. Sie hat ihr neues Album dabei, Hello. Das ist am Freitag rausgekommen und ist richtig, richtig gut. Können wir gleich drüber sprechen. Und jetzt wieder die schönste Musik. Die besten Hits. Guten Morgen. Hier ist SWR 4 Baden-Württemberg. Wenn wir uns wiedersehen, Maite Kelly, Titel von ihrem neuen Album Hello. Und ich freue mich sehr, dass Maite Kelly bei mir ist. Ja, fast bei mir. Ne? Wir stehen Glaskasten an Glaskasten, verstehen uns aber gut. Hallo Maite, nochmal rüber. Wir sehen uns und wir spüren uns auf dieser Weise. Sehr gut. Wir haben gerade den Titel gesehen. Wenn wir uns wiedersehen. Da hätte ich spontan gesagt, das ist der Corona-Song auf dem neuen Album. Weil ne, wir vermissen uns gerade alle, können uns nicht sehen, müssen Distanz halten. Hast du den direkt passend zur Krise geschrieben? Eigentlich überhaupt nicht. Ich habe den lange vor der Corona-Lockdown letztes Jahr geschrieben. Ein Freund von mir, der arbeitet bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ich habe viele Jahre in der Kirche auch viel gemacht, tue ich ja immer noch. Aber ich habe früher viel mit den Kindern so, ja, ob das die Krippe war oder die Oster. Also diese Gemeinschaftsevents im Dorf früher, als ich Vollzeitmama war, organisiert. Und ich habe halt viele Freunde, die das auch, sind alle laienmäßig unterwegs. Und das war eigentlich eine Hommage an diese Vereins, also die, was uns so vereint. Also die Freundschaften, die Maite, ich muss ganz kurz, du bekommst gerade ein neues Mikrofon. Deshalb gerumpelt und krumpelt es gerade so. Der Chef ist auch höchstpersönlich gekommen, damit ich das halbwegs hinbekomme. Gut. Du klingst dafür jetzt aber auch viel, viel besser. Klinge ich besser? Ja, okay, siehst besser. Du, ich kriege nur das Beste hier bei euch. und interessanterweise, es war ganz interessant, ich habe gedacht, wenn wir uns wiedersehen, ist das eine besondere Aussage, so richtig originell ist es nicht, ne? So, und dann habe ich das mein A&R, also mein Plattenpartner, also aus der Plattenfirma, ich habe gesagt, du, ich habe da so einen Song, der bedeutet mir was. Mhm. Was denkst du? Und er meinte, der hatte fast Tränen in den Augen. Also nee, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und ich so, ja, aber meinst du? Also nee, das ist, da kriegst du Gänsehaut. Und dann habe ich den aufgenommen mit meinen Produzenten und der hatte auch Tränen in den Augen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Das ist genau das, was ich gerade auch fühle. Also ich denke die ganze Zeit mit meinem besten Freund oder Freund aus Hamburg, du, wenn wir uns wieder sehen, ne, dann ist es egal, ob es regnet, Hauptsache ohne Masken, Hauptsache wir haben uns, wir können uns umarmen und wenn es regnet, ist egal, wir tanzen im Regen und das wir singen genau unsere das, Lieder. Das ist genau das, was wir gerade alle fühlen und diese Sehnsucht ist groß, deshalb passt der Titel auch so gut. Aber ich finde ja schon interessant, du schreibst quasi einen Titel, weißt erstmal gar nicht, was er so richtig sagen soll. Ich habe tatsächlich so, ich nenne das meine prophetischen Lieder, die sind mir oft voraus. Das ist wirklich, das hört sich verrückt an. Manchmal schreibe ich was und ich denke, so, was war das denn? Aber ich lasse es fließen und dann offenbart sich so 6 Monate später, warum sie in meinem Leben und vor allem, warum sie wichtig ist, um andere zu berühren. Also es gibt Lieder, die haben eine größere Message, als ich manchmal selber verstehe, weil das Publikum, die auch so aufnimmt, wie sie wahrscheinlich im Inneren, im Unterbewussten erdacht war. Und ich werde das Album jetzt nochmal daraufhin abhören, wenn du prophetische Fähigkeiten hast. Nein, habe ich nicht. Doch, das Leben folgt Maite Kelly in den Liedern, dann höre ich nochmal rein, was uns alles erwartet im nächsten Jahr. Nein! Maite, wir sprechen gleich über das neue Album, über Hello. Hören ein bisschen Johnny Cash, I Walk the Line. Maite Kelly hier in SWR 4 Baden-Württemberg. Freue mich sehr. Maite, wir hören jetzt gleich einfach Hello, den Superhit vom neuen Album. Ist der in einem glücklichen Moment entstanden? Ich finde, er hört sich so an. Ja, also 2019 bin ich, November 2019, bin ich nachts aufgewacht. Das ist mir mit Warum hast du Nein gesagt auch passiert. Bin ich nachts aufgewacht und fing dann an, so diesen Du sagtest einfach Hello zu singen. Also das war so, die Muse hat
Und Gott sei Dank habe ich mein Diktiergerät dann genommen und habe das so reingesungen im Halbschlaf so. Und dann am nächsten Morgen habe ich mir das angehört und dachte, also das ist schon crazy. Und ich bin ja meistens immer für diese großen Disco-Hymnen. So. Das ist mal so dieses, meine ersten Singles sind meistens so. Dann habe ich das Johann, das ist der älteste Schreibpartner, mit dem ich, seitdem ich 9 Jahre alt bin, dann diese Idee gezeigt und sagte, Maite, weißt du, das ist ein Shuffle. So ein bisschen à la The Way You Make Me von Michael Jackson. Komm, lass uns einfach Spaß haben. Das ist so sweet. Komm, und wenn es kein Hit ist, egal. Mhm, und, also. Und dann habe ich es meinem Manager gespielt und er so, Maite, das könnte die erste Single werden. Ich so, bist du wahnsinnig? Nee, das tut einen so gut, dass dann ist es auch mal, dann sieht man auch, was du alles schreiben kannst. Wir halten also fest, wenn Maite Kelly Schlafstörungen hat, dann kommt sowas Geniales dabei raus. Du sagst einfach Hello. Maite Kelly ist bei uns zu Gast heute. Wir haben gerade einfach Hello gehört. Der Hit bisher vom neuen Album heißt auch Hello. Dieses Hello, das hat es dir irgendwie angetan, Maike. Maike, sage ich schon, Maite. Du darfst dich alles nennen. Lieber Gast. Alles gut, ich verzeih. Hauptsache die Lieder fliegen hier. Und das ist so schön jetzt. Ich erlebe meine Lieder gerade auch ganz neu, weil ich höre die ja mit den anderen Songs hier. Und immer natürlich als Executive Producerin fragt man sich, funktioniert das auch im Radio? Und das ist schön, dass man das so spüren kann. Was war die Frage? Ah ja, Hello. Für mich war das so, dass natürlich dieser Song war der Auftakt von dieser Idee. Diese Hommage an allen großen, ich würde sagen, alle großen Persönlichkeiten, alle großen Lieder der letzten 100 Jahre oder die letzten 60 Jahre im Schlager, die uns allen getragen haben. Das sind Lebenslieder. Mhm. Und ich wollte dieses Lebensgefühl ein Stück weit, der mich auch schon als Kind berührt hat. Ja? Es gab eine Nachbarin, die hieß Frau Tischler. Und mit der habe ich immer Marmelade gemacht. Wir sind Fahrrad gefahren. Und sie hatte immer Schlager im Karten gespielt. Und sie war so die erste Oma in meinem Leben, weil ich hatte keine Oma. Mhm. Und bei ihr lief immer, ob das Roy Black war, Roland Kaiser, Peter Alexander, alle großen, ja, aber auch Myriam Mathieu und Alexandra. Und das war wirklich für mich, ich glaube, ein Stück weit das Kind in mir, der eigentlich die größte Zugang hat zu Muse, die hat in diesem Song wirklich irgendwie was rausgesungen, was in mir drin war. Und dass diese Song die Menschen so berührt gerade, das berührt mich gerade sehr. Es hat so ganz viel eingeflossen, auch von dir. Wenn man da so zurückgeht, jetzt hätte ich gedacht, du warst doch immer in der Großfamilie zu Hause. Mhm. Aber eine Oma gab es da nicht. Die musstest du dir quasi außerhalb der Familie suchen. Ja, meine Oma lebt in Amerika, die Mutter meiner Mutter. Und aber man sagt in Afrika, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also ich bin auch ein großer Freund davon, dass die Gemeinschaft, dass die Kinder auch der Gemeinschaft gehören. Und ich habe das große Glück gehabt in meinem Leben, dass ich immer so Leuchtfiguren und Lichtfiguren hatte, die mir das Gefühl gegeben, was es bedeutet, eine Oma zu haben, eine Tante zu haben, diese Wärme, diese Liebe. Und natürlich hatte ich viel Liebe zu Hause, aber das waren 7 Brüder und einen ziemlich starken Papa, den ich über alles geliebt habe. Aber auch er sagte, ich bin, wenn es ums Mutterdasein, ein totaler Versager. Jetzt hast du gerade gesagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und jetzt saßt du mit deinen 3 Töchtern im letzten Jahr zu Hause, hast zu Hause gearbeitet. Die Kinder hatten zu Hause Schule. Wie sehr seid ihr euch da auf den Keks gegangen? Weil da gab es da nicht diese große Gemeinschaft, die sich um was kümmern konnte. Ja, vor allem die 2 Großen, die steckten halbwegs noch in der Pubertät. Sagen wir so, ich habe großen Glück gehabt. Ich muss sagen, dass im Gegensatz, wenn ich andere Familien höre, erstens haben wir ein Haus, wir haben einen Garten. Das ist schon mal ein Luxus, den viele nicht haben. Zweitens, ich konnte zwischendurch arbeiten und hatte auch die Hilfe. Wir haben alle Richtlinien behalten im Haus und pipapo mit Tests und allem drum und dran. Zweitens, meine 2 Großen sind sehr autonom, sind schon sehr eigenständige Frauen. Und ich bin sehr beeindruckt. Ich bewundere meine Kinder, wie stark sie sind. Und die paar Mal, wo es mal ein bisschen
wie im Hühnerstall gegackert hat. Ich habe es immer ein bisschen auf den Mond geschoben. Der Mond war zufällig etwas voll. Und dann habe ich gesagt, guck, der Vollmond, der macht Dinge mit uns. Und die 5 Minuten oder die 10 Minuten, wo wir so rumgackern oder so, das ist doch auch erlaubt. Also es darf auch mal schlecht gelaunt sein in dieser Zeit. Es darf auch schwierig sein. Ich glaube, das haben wir alle erlebt, dass man sich da auch mal wirklich, dass man mal blank liegt und dass man danach wieder auf sich zugehen kann und sagen kann, okay, sorry. Genau, und ich habe gesagt, ich habe gesagt, wir sind alle chronisch unterumarmt. Komm, hier, komm her. You need a hug. Und meine 12-Jährige, ist so, früher konnte ich sie mal küssen. Wenn ich die küssen will, die halten so einfach den Kopf hin. Hm, kenne ich auch schon. So, aber manchmal komme ich von hinten und sage, so, jetzt kannst du nicht weg, ich umarme dich. Und die so, nein, doch, du brauchst das. Und dann quetscht. Mama, du quetschst mich wie eine Zitrone. Ja, das ist Liebe. Das hat sie schön gesagt. Malte Kelly, wir sind chronisch unterumarmt. Sie hat zum Glück ein Album jetzt auf den Markt gebracht, das uns musikalisch richtig schön umarmt. Und weil ich so viele Fragen an sie habe heute, komme ich kaum dazu, über die Musik zu sprechen. Wir schaffen das aber noch, Malte. Ich verspreche dir es, du bleibst ja da bis 9 Uhr zu hören hier in SWR 4 und zu sehen im Stream auf swr4.de. Mit Jörg Assenheimer. Ja, und vor allem mit Maite Kelly. Nochmal schönen guten Morgen, Maite. Guten Morgen. Es macht großen Spaß, mit dir zu sprechen über das Leben und das Leben im Homeoffice und Homeschooling und Familie. Wir haben schon einige Themen hier angeschnitten, wollen aber vor allem auch über das Album reden. Und da ist ein Titel drauf, der mir sehr gefallen hat als alter Fußballfan. Ja. Der Titel heißt Du gewinnst. Da gibt es dann so Sätze wie, du kennst den Strafraum wie ein Herzstürmer. Jeder Schuss von dir ein Liebestor. Wie ist der Fußball da reingeraten? Du eroberst das Feld wie ein Held. Ich sehe meine Abwehr, wie sie fällt. Ich tatsächlich als Kind war ich Torwart. Ich stand im Tor und meine erste Liebe, ich war 9 Jahre alt, der war Stürmer. Und habt ihr euch ja nie gesehen, oder? Im Tor und er ganz vorne. Ja, der hatte aber den richtigen Schuss und dann war es gut. Aber er hat trotzdem 2 Jahre gebraucht, um mich auf der Backe zu küssen. Aber das war ein großes Ding. Das war in dem Alter ein großes Event. Ich habe tatsächlich einen Mann gedatet, da habe ich immer so, wenn er schlagfertig meine Rhetorik gegen die Wand gehauen hat, dann habe ich immer geschrieben, du gewinnst 1-0 für dich. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann geschrieben, glaube ich, ja, aber du musst wissen, wenn du gewinnst, gewinn auch ich. Und dann dachte ich, ach, das ist ja ein tolles Wortspiel. Und dann ist dieser Song, ich habe dann Christian Bömkes, ein toller Songwriting-Partner, ich habe gesagt, weißt du was, ich habe was Verrücktes. Ich will die Metaphor von Fußball nehmen, weil es gibt nichts Schöneres als die Eroberung eines Mannes. Und mein Vater sagte immer, a man chases you until the woman catches him. Also ein Mann jagt eine Frau, bis die Frau ihn fängt. Schön. Wir hören uns an. Du gewinnst vom neuen Album. Maite Kelly, Hello heißt das neue Album, ist seit Freitag raus. Und jetzt geht's aufs Spielfeld. Bitteschön. Guten Morgen. SWR 4 Baden-Württemberg. Ich sehe es genau, Maite Kelly tanzt zu Roger Minow, King of the Road. Ich liebe dieses Lied. Ja, hat man gemerkt, kam ja durch die dicken Glasscheiben. Wir sind ja hier Glaskasten an Glaskasten heute. Wir wollen ja, dass unsere Gäste gesund das Funkhaus wieder verlassen. Deshalb sind wir ein bisschen auf Distanz, aber wir verstehen uns gut. Und Maite, wir gucken ja beide hier auf dicke Wolken über Stuttgart gerade. Bist du jemand, der Sonne braucht, um richtig froh und glücklich und in Frühlingsstimmung zu sein, oder ist komplett egal? Ich habe, glaube ich, dieses irische Gen bekommen. Das Je heißt, schlechter das Wetter, desto besser. Aber dafür wird mein Humor schwarz. Also umso schwarzer die Wolken, umso schwarzer mein Humor. Ich glaube, ich werde nur schlecht gelaunt, wenn ich so eine Migräne bekomme durch das Wetter, was mir auch manchmal passieren kann. Aber Stuttgart und Wolken, das ist so eigentlich was ich so von Stuttgart kenne. Ist das so? Ja, wir leben doch halbwegs im Tal, oder? Ich habe es auch schon sonnig erlebt. Aber wir nehmen mal einen dazu, der sich damit perfekt auskennt. Der Hartmut, nächste Song, den du von mir spielst, habe ich in Stuttgart eingesungen. Das Moment, das weißt. Wird dann Ich hasse dich, ich liebe dich. Genau. Wir schwanken noch. Wir nehmen Hartmut Mühlbauer dazu. Also Hartmut, sorry. Im Wetterstudio. Guten Morgen, Hartmut, grüß dich. Hallo ihr beiden. Wohin geht die Reise? Eher Richtung Wolken oder Richtung Sonne? Du hast uns ja schrittweise Frühling versprochen. Kannst du das halten? Ja.
müssen wir jetzt schon ein bisschen unterscheiden. Also in vielen Teilen Baden-Württembergs ist es jetzt noch grau durch diese Wolkendecke, so wie bei euch in Stuttgart jetzt. Aber ganz im Süden des Landes, da hat sich die Sonne schon durchgesetzt. Das vor allem so etwa vom Kaiserstuhl südwärts Richtung Dreiländereck. Im Südschwarzwald am Hochrhein entlang Richtung Bodensee, da ist es auch sehr sonnig. Und in Teilen Oberschwabens bis ins Allgäu hinein, da strahlt die Sonne von einem blauen Himmel. Das ist jetzt nicht ganz gerecht, aber das ist im Augenblick die Situation. Und im Laufe des Tages wird es in dieser grauen Wolkendecke schon die ein oder andere Lücke geben und die Sonne mal ein bisschen rauskommen. Aber so sonnig wie im Süden wird es eben sonst nicht sein. Das Ganze bei 4 Grad, zum Beispiel auf der Zollernalb, bis zu 11 Grad sind es im Markgräflein. Also er kämpft sich so ein bisschen rein, der Frühling. Meinte, wo gehst du hin, wenn du Stuttgart wieder hinter dir lässt? Du bist auf großer Radiotour. Nach München. Nach München. Lass uns noch kurz Richtung München und Bayern schauen. Wie wird es da, Hartmut? Ja, das ist eigentlich ähnlich zu dem Wetter bei uns im Baden-Württemberg. Also ganz schwarz wird mein Humor die nächsten Tage nicht. Nein, im Gegenteil. In München scheint zurzeit sogar die Sonne. Und das wird uns morgen auch überall sozusagen blühen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ein bisschen neblig vielleicht, aber dann ist es sehr sonnig. Und dann wird es bis 16 Grad mild. Also das ist dann schon mal ein richtig netter Frühlingstag. Der Donnerstag bringt wieder mehr Wolken. Ab und zu im nördlichen Baden-Württemberg mal einen Regenschauer. Dafür hat der Freitag wieder Sonne drauf. Also insgesamt geht es schon in die richtige Richtung. Also Maite Kellys Humor wird in den nächsten Tagen tendenziell eher sonnig. Vielen Dank, Hartmut. Bis morgen früh. Tausend Schritte, neuer Titel von Christian Leis hier in SWR 4 Baden-Württemberg. Gleich 9:10 und ich freue mich sehr, dass Maite Kelly heute Morgen an meiner Seite ist, nur getrennt durch ein bisschen Glas. Maite, dir geht's gut da drüben? Ja, ich hab Du strahlst die ganze Zeit. Ja. Du bist immer am Lächeln. Ja, ich liebe Musik. Und ich höre auch gerne meine ganzen Kollegen zu und dann auch dazwischen meine Lieder. Das ist einfach auch für mich gerade ein ganz, ja, es ist ein ganz berührendes Erlebnis. Mhm. Das ist so. Dein neues Album, Hello, ist seit Freitag auf dem Markt. Du hast gesagt, du musstest zum Teil das auch natürlich zu Hause dann zusammen puzzeln und viel im Homeoffice oder Homestudio arbeiten. Es gibt die Schreibphase und dann gibt es die Produktionsphase. Die Produktionsphasen haben wir mit Abständen und die ganzen Regelungen im Studio gemacht. Dafür ist die Qualität der Produktion auch zu hochwertig. Das war mir wichtig, dass wir nach wie vor diese Qualitätslevel halten. Aber die ganze Schreibphasen, die Texte, die Lieder, die habe ich dann teils über Zoom und dann aber im Sommer mit Abständen im Garten. Ich habe so eine Gartenhütte und dann haben wir oft dann mit Abständen geschrieben, man braucht schon die Begegnung für Lieder. Mhm. Also, aber das Zoom war eine gute Überbrückung für Texte, aber wenn es um Musik geht, das muss man fühlen, das muss man spüren. Und mit Zoom kann man diese geschickten Videokonferenzen machen, die manchmal sehr sinnvoll sind und manchmal einfach unheimlich auf die Keks gehen manchmal können. Manchmal muss man auch ausmachen, bevor man... Ja, genau. Aber der nächste Song ist ganz interessant. Das war im Sommer. Da habe ich mit Sebastian Voth, mit dem ich auch Liebe lohnt sich geschrieben, und Daniel Sommer habe ich dann die Kamm zu Besuch. Ich hatte dann eine ziemlich intensive Schreibphase auch für Bücher und habe denen gesagt, sei nicht böse, aber ich kann heute nicht schreiben, ich bin so K.O. Wir kommen trotzdem vorbei, dann trinken wir eine. Ich sage, aber nicht zu viel. Und dann kamen die vorbei, das war so cute. Und dann haben die mich gefragt, Maite, gab es denn so eine große Liebe in deinem Leben, der dich wahnsinnig gemacht hat? Ich so, aber sowas von. Du, hätten wir geheiratet, hätte es auch Tote gegeben, habe ich gesagt. Und dann haben die gesagt, ja, wie jetzt? Ich so, du, ganz ehrlich, gäbe es einen Song über diese Beziehung, dann würde sie so klingen. Ich hasse dich, Liebe. Und dann sagte Daniel, Maite, das ist ein Song. Dann holt er das Diktiergerät und sagt, sing das nochmal. Und dann habe ich Sollen wir uns den anhören zusammen, ja, Maite? Dass wir da ein bisschen besser deine Gefühlszustände kennenlernen. Zwischen ich hasse dich und ich liebe dich liegt genau dieses Lied hier vom neuen Album Hello. Maite Kelly in SWR 4 Baden-Württemberg. Aber süß, oder? Maite, diese Ich hasse dich, ich liebe dich Beziehungen, die hast du hinter dir hoffentlich. Ich habe dafür keine Kraft mehr. Genau. Aber ich bin froh, dass ich es hatte. Wir haben gerade drüber gesprochen, während dieser Titel lief, dass diese Beziehungen zwar toll und aufregend waren zwischen diesen Extremen, dass wir es heute aber nicht mehr packen würden, oder? Nein. Geborgenheit ist mir mittlerweile viel, viel wichtiger. Geborgenheit aber, und Stabilität darf auch sein. Aber da singt sich so schlecht drüber, oder? Ja, klingt so ein bisschen langweilig. Ich finde, es war einfach, ich glaube, jeder, auch etwas älter,
andere oder die instabilen Partnern können sich mit diesem Song erinnern an diesen verrückten Beziehungen. Und die jungen Leute, die finden den Song richtig. Also beim Streaming läuft er. Aber das war jetzt nicht berechnet. Ich habe den Abend nur gesagt, also wenn es ein Song über diese Beziehung, dann wäre es so gewesen. Und dann auf einmal, obwohl wir nicht schreiben wollten, entstand dieser Song. Und Daniel und Sebastian, die waren so, wir lieben diesen Song. Und wir tanzten da so im Wohnzimmer mit Abstand. Und der Song hat einfach, der sollte sein. Ja, es erkennt sich halt jeder drin wieder. Ne? Entweder, weil man gerade sowas erlebt oder weil man es erlebt hat, sich manchmal vielleicht ein bisschen danach sehnt. Manche, oder sehr manche froh ist, sehen sich danach. Oder sehr froh ist, dass man das hinter sich hat. Maite, wir haben noch exakt 35 Sekunden zusammen. Sag mir, was sind die nächsten Pläne jetzt? Du hast das Baby jetzt in der Hand, das neue Album. Damit gehst du jetzt erstmal von Haus zu Haus und sagst, hier, nehmt's, spielt's. Ich glaube, also was mich berührt gerade, ist, dass das Album jetzt schon die Menschen berührt. Das war nämlich der Ansporn. Und vor allem, wenn ich höre, wie so Songwriter-Kollegen oder Musiker mich anrufen und sagen, schön, dass ich dabei sein konnte, Perspektive hatte. Das ist der Grund, warum ich Maite Musik Kelly mache. In der SWR 4 Baden-Württemberg. Maite, es war mir ein Vergnügen. Mach's gut.